Okay, jetzt muss ich überlegen. Wo war denn? Hier, glaube ich. Wir haben ja gesehen, dass es hier unten. Die ist kaputt, ja. Dass es hier unten einen Weg nach links gibt. Da steht, das ist echt gefährlich. Wir gehen aber rein. So. Okay. Jetzt gehen wir hier runter. Jetzt gehen wir in diese Höhle und sehen eine Werkstatt. Da sind, ja, Güter, die mit dem Nightglowstone gemacht worden sind. Ja, das ist abgenutztes Minenequipment. Ja, man müsste mal die austauschen. Das ist ein Nightglowstone. Ich werde das jetzt mal auf Englisch weiter sagen. Ne? Das ist halt so ein Nachtglühstein, aber ich finde, Nightglowstone geht einfach besser von der Zunge. Der ist schon ein bisschen bearbeitet worden und sieht frisch aus. Oh, ja, den nehmen wir mit. So, dann haben wir hier noch ein bisschen davon. Der ist aber noch roh. So, und jetzt, da wir das in der Tasche haben, müsste es eigentlich weitergehen mit Endvorbereitungen. Ich glaube, hier kommen wir aber nicht mehr lang. Wir müssen jetzt wieder hoch. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mich erinnere. Wir werden sehen. So, wir haben jetzt, genau, jetzt kam mir hier diese Stimme, dass wir nach unten gehen sollen. Hier. Lass mich treffen, Mutter. Finde es, bla bla. Ich weiß jetzt nicht, ob damit gemeint ist. Und dann lass sie mich treffen, Mutter. Weil wir haben jetzt den Stein gefunden. Also den Stein haben wir jetzt dabei. Das ist das, was er gesagt hat. Erinnere dich daran. Ich denke mal, da wir den Stein jetzt haben, kann ich hier eigentlich drüber speichern. Ich weiß nicht, ob wir hier lang müssen. Kann sein. Kann sein, dass wir uns hier schon umschauen müssen. Okay. Ach so, nee, okay. Ach so, nee, können wir noch nicht. Okay, ich glaube, dann müssen wir jetzt ganz normal weitergehen. Und wahrscheinlich wieder alle aufslashen und dann ein bisschen skippen. Ich werde wahrscheinlich ein kleines bisschen schneiden, könnte ich mir vorstellen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forest of Drizzling Rain. Beziehungsweise nach dem Cut. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das schneiden werde. Ich habe jetzt einen zweiten Spielstand vorbereitet. Und die Leiter habe ich mir schon mal hier eingepackt. Hoppala. Und zwar hier. Da haben wir den Nightstone dabei. Das ist wichtig. Wir machen die Enden rückwärts. Also fünf hatten wir. Das Scheißende of Doom. Und jetzt machen wir das vierte Ende. Da ist ein Podest. Ja, aus Stein. Okay, und jetzt gehen wir hier rein. Das kennen wir ja schon. So, und jetzt werden wir uns hier ein bisschen umgucken. Das sind alte Dokumente, die in Staub gelegt sind. Eine Memo wurde schnell hingeschrieben. Das ist genau da, wo die heilige Maske ist. Diese ekelhaften Gestalten waren im Inneren des Waldes und deshalb ist dies der Untergrundschrein. Es ist so schlecht gemacht, dass man nicht mehr lesen kann, glaube ich. Hier sind alte Dokumente, auch hier. Worte in alter Sprache wurden hier geschrieben und das ist ziemlich schwer, die zu entziffern. Auch hier. Da ist auch eine Memo, die schnell geschrieben wurde. Im Inneren des Waldes des leicht fallenden Regens ist ein Whirlpool an Seelen aus Liebe und Hass, die ihn verfolgen und ja, heimsuchen. Wer war derjenige, der die gemacht hat? Jedoch jene, die das Dorf getäuscht haben, sind nicht weiterhin unter uns oder dürfen nicht weiterhin unter uns weilen. Okay, hier ist auch nichts, ist auch gar nichts. Alte Dokumente und Memos sind hier. In der fernen Vergangenheit unserer Vorfahren haben wir den Nightglowstone von einem bestimmten Mann erhalten. Warum ist das, dass meine Vorfahren den Bedingungen dieses Mannes zugestimmt haben? Vielleicht wurden sie auch getäuscht. Es war alles wegen dieses Mannes.
weil wir diese eine Frau, in die er sich verliebt hatte, fangen sollten. Nur aus diesem Grund hat er die Leute des Dorfes getäuscht. Es war einfach nur aus purer Lust und vielleicht auch aus verdrehter Liebe. Diese geliebte Frau und ihr Mann, ihr Kind, das Kind in ihrem Bauch, das getötet wurde, das war es, was sie in ihrem ewigen Gefängnis als Spielzeug spielen lassen hat. Wie konnte es sein, dass dieser Stein, der so voller Liebe und Hass ist, dass man diesen als Stein des Schutzes und als Heiliges verehrt und nutzt. Ich sah in das Innere der Dunkelheit. Wie viele Generationen unter unseren Vorfahren haben es wohl bis hierher geschafft? Der Schmutz war nicht da drin. Vielleicht war es ich, der nichts getan hat und der deshalb der Schmutzige ist. Das ist wirklich niederschmetternd. Fast alles ist es das. Danach ist alles zerkrümpelt worden. Und hier ist auch alte Sprache, die man schwer entziffern kann. Die kleben sogar zusammen. Warum sind die so zusammengesteckt? Weiß ich nicht. Dokumente sind hier. Okay, ich muss noch mal kurz speichern hier. Wir haben alles erledigt und ich glaube, da kommt Licht. Könnte es sein, dass das nach oben führt? Dann brauche ich was, um da hochzukommen. Aber es ist zu hoch. Wir rufen nicht nach Hilfe. Wir müssen uns um das Event kümmern, das hier draußen ist. Das sogenannte Casket-Event. Schachtel-Event. Ich weiß bloß nicht so genau, wie wir das jetzt triggern können. Ich dachte, dass das sich von selber ergibt, aber jetzt gerade scheint es nicht so zu sein. Es muss aber hier hinter der Tür sein. Also irgendwo hier muss was sein. Eine orientalische Lampe. Und eine Memo. Kann nicht gelesen werden. Alte Dokumente. Ist hier vielleicht noch was? Nein, nein, nein. Okay. Da sind auch Dokumente drin. Da auch. Ich muss mal gucken. Ende 4. Okay, ist an sich egal. Ich muss dann noch mich informieren, wie dieses Casket-Event funktioniert. Aber an sich sagen wir jetzt, wir wollen Hilfe rufen. Call for help, yeah. Okay. Ist schon okay, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Hallo, ist da jemand? Ja, ja. Wenn da jemand ist, please help. Irgendjemand. Jemand. Ist schon okay. Sugakun, du musst nicht so schauen und so. Kennen wir ja schon. Das ist okay, Sugakun. Das ist wirklich in Ordnung. So. Jetzt müsste das wieder losgehen, ja? Der Nachtklaustein draußen ist... Klaustein ist kaputt gegangen da draußen. Aber diese Stimme, oh mein Gott, das ist ein Geist. Sugakun? Du kannst jetzt nicht da lang gehen. Der Kutolioback ist da und so. Hä? Und jetzt haben wir den Stein. Das ist dein Nightglowstone. Du willst, dass ich den nehme? Der ist ein Glücksbringer. Ein Reinigungsstein. Du kannst nicht... Hey, Sugakun, wenn du mir das gibst, was ist dann mit dir? Ein wunderschöner, polierter Nightglowstone. Ist in Sugas Hand, der so leicht blau leuchtet. Und wir müssen akzeptieren. Musst du mir das wirklich geben? Ich verstehe. Aber dafür gehst du nicht da drüben. Wir bleiben hier zusammen. Rennt ihr jetzt weg? Du hast den Nightglowstone erwischt. Jetzt lächelt er. Sugakun. Und verpisst sich trotzdem hier. Sugakun, warte! Nein, tu das nicht!
Die Tür wurde fixiert und geht nicht mehr auf. Nein, nicht. Letzten Endes kannst du das doch nicht tun, Sugakun. Nachdem du mir den Nightglow-Stone gegeben hast, konntest du doch nicht einfach da rausgehen. Du hast mir doch gesagt, dass dein Schwert fast kaputt ist. Ich muss nach Hilfe rufen. Schnell. Ich muss für Sugakun Hilfe rufen. Hilfe, jemand. Helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Also das wird jetzt auch scheiße, das Ende sein, nehme ich mal an. Ich glaube, das wird nicht sehr schön. Und dann muss ich echt mal gucken, wie dieses Casket-Event geht. Weil ich bin gerade nicht sicher. Ah, du da, pass auf und so. Mit Zucker? Kein Plan, Alter. Ist nicht da. Komm erst mal her. Danach hat er nach Sugakun gesucht, Mochizuki, aber er wurde nicht gefunden. In der Höhle war bloß ein Schwert aus Nightglowstone gefunden, das in zwei, das ganz sehr verbogen war. Danach wurde eine Suchaktion für ihn ausgeführt im Dorf, aber aus irgendeinem Grund wurde die absolut, also direkt beendet. Ich und auch Officer Mochizuki waren unglaublich sauer, dass die Leute so herzlos reagiert haben, aber... Danach wurde er gefunden. Direkt darauf. Es ist ungewöhnlich, dass jemand, der verschwindet im Wald, dass die Leichen da gefunden werden. Ich kann mich noch sehr klar und deutlich an die Worte erinnern, die geflüstert wurden bei den Leuten während der Beerdigung vom Dorf. Für mich, während ich die kleine Box... in die er gelegt wurde. Moment mal. To me, were unable to leave the small box when he was late to, no matter how many days passed. Okay, also Shiori war sehr lange neben dem Sarg in der kleinen Box, in der er lag, über mehrere Tage und sie konnte da halt nicht weg. Da sagte Sakuma-san, der Kotori Obake sucht noch nach der Onesan. Schnell, verlass dieses Dorf, bevor du geschnappt wirst. Geh ganz weit weg und dann vergiss alles. Alles, was passiert ist im Wald und in diesem Dorf. Dieser Nightglowstone, den du hast, Onesan, der möchte dich beschützen. Die Stimme des Kotori Obake und die Stimme dieses Steines. Ich kann sie beide hören, deshalb... Bitte, erfülle mir diesen Wunsch, Stein. Und mein Wunsch und den des Steins. Bitte, erfülle den Wunsch des Managers. Ein bisschen danach bin ich zurück nach Hause gekehrt. Nun kann ich ihn nicht länger sehen. Und ich muss alles vergessen, was geschehen ist in dem Wald, in dem Dorf. Während ich das dachte, ja, sind die Tage so ins Land verstrichen. Aber eines Tages, als es regnete, da höre ich diese eindrückliche Stimme, die ich auch im Wald gehört habe, die mein Ohr durchdringt. Komm, komm, komm. In diesen Zeiten, da halte ich den Stein ganz doll fest, den ich von Sugakun akzeptiert hatte. Und so verschwindet die Stimme plötzlich. Ich werde beschützt. Sogar im Tod beschützt mich Sugakun. Das Versprechen, das er geschworen hat, hat mich bis zum Ende beschützt. Jedes Mal, wenn ich das fühle, da ist etwas Schweres und Kaltes, was auf meiner Brust liegt. Ganz gnadenlos. Sein Alles wurde weggenommen. Werde ich mein ganzes Leben lang dieses Gefühl in meiner Brust behalten? Von jetzt an ohne Ende? In meinen Erinnerungen ist das Bild eingebrannt, als ich ihn das letzte Mal sah. Ja, und das war Ending 4. So, wir haben jetzt zwei Routen vorbereitet. Die eine Route heißt, ich habe den Stein nicht mitgenommen. Und die andere Route heißt, ich habe den Stein mitgenommen. Wir müssen jetzt das Casket-Event irgendwie hinkriegen. Und dann machen wir das Casket-Event ohne Stein. Und dann machen wir nochmal das Casket-Event mit Stein. Und müssen irgendeine andere Auswahl treffen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Das war auf jeden Fall Ending 4. Und ja, ist auch kein schönes Ende, offensichtlich. Aber wir arbeiten uns langsam voran. Ja, wir wollen schon ein schönes Ende haben,
Aber wir arbeiten langsam in Richtung des Endes, das uns alle glücklich macht. Ende 4, das Versprechen, das er hielt. Krass. Okay, ich werde zuschneiden, wenn wir das Casket-Event gestartet oder vollführen oder was weiß ich. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich musste doch nochmal mit dem Nicht-Stein-Spielstand spielen, weil ich den scheinbar überspeichert habe. Pain! Aber egal, wir müssen zweimal mit diesem Buch reden. Erst dann wird sich etwas ändern. Das geht nicht. Ja, selbst wenn wir versuchen, die auf Zwang auseinanderzureißen, dann gehen die vielleicht kaputt. Ja. Ja. Okay. Ja. Da fragt man sich doch, sollen wir sie einfach versuchen umzudrehen? Da muss man erstmal drauf kommen. Okay, während du die Seiten geöffnet hast, hat das sich so angefühlt, als ob da eine Aussparung wäre und da ist ein Schlüssel drin. Wir haben einen alten, heruntergekommenen, hässlichen Scheißschlüssel erhalten. Juhu! So, mit dem scheiß runtergekommenen Ultra-Kack-Schlüssel gehen wir jetzt hier hoch. Ja, da gehen wir jetzt rein. Und dann startet endlich das Casket-Event, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe. Wir haben hier Wasser. Das scheint sich überhaupt nicht verändert zu haben, aber es sieht irgendwie besser aus als die anderen. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um, was hier ist. Hier ist eine Maske. Das ist ja die Maske eines wunderschönen weiblichen Wesens, also so das Girl-Trademark. Also ich glaube, die Schönheit in Person stellt diese Maske dar. Eine, keine Ahnung, Maske und eine Oni-Maske. Die Frau, die vom Oni gejagt wurde, wurde letzten Endes Yaksha. Das Kind, das dieses Yaksha zu Yomi, dem japanischen Hades, geschickt hat, ist das fehlende Stück. Jedoch darf es nicht in die Hände des Onis fallen. Dieser Ort ist einfach zum Schutz da. Dieser Ort muss die Ketten zusammenhalten und hierbleiben. Da ist ein altes Buch mit Dokumenten, wir lesen. Es geht um die innere Struktur der Vergangenheit von Asakawa Village. Das wird nämlich gerade untersucht. Ja, die Geschichte des selbsternannten... Ja, die haben halt, also in, wir wissen ja, dass da so Politik herrscht in diesem Dorf und auf jeden Fall stinkt die Geschichte nach Blut. Für ein Verbrechen, das der oberste Kopf der Familie begangen hat, musste mit der Familie eines anderen gezahlt werden. Und die Kinder wurden als Strafe ausgewählt oder verkauft. Die Frauen, wenn sie alt geworden sind und ja, wurden weggeworfen, mussten ihre Körper dem Dorf spenden, so ungefähr. Aber weil das Gefängnis tief im Wald war und da sich alle, also die sich um das Gefängnis gekümmert hatten, waren alles Männer und da drin waren ja Weiber eingesperrt. Das heißt, man kann sich so drüber nachdenken oder selber denken, dass das ganz schön grausam war, was dort geschehen ist. Diese persönlichen, privaten Bestrafungen sind ein weiterer Grund. Ach so, haben fortgesetzt, bis der Wald blockiert wurde. Und die Frauen, die in diesem verbotenen Ort waren im Wald, waren wahrscheinlich auch jene, die dann gefangen genommen wurden. Ich habe ein bisschen meine Vorfahren untersucht und habe da Bücher über meine Vorfahren oder von meinen Vorfahren gefunden, die über Männer gesprochen haben, die richtig grausam mit den Frauen anderer Männer umgegangen sind. Und wenn man das betrachtet, kann man schon davon ausgehen, dass das Verbrechen an den Frauen okay, also hier steht jetzt, dass man davon ausgehen kann, dass die Frauen das als falsche Aussagen getätigt haben in der Legende. Aber es klang jetzt nicht so, als wäre das so, dass die Frauen nicht... Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Egal, ich hoffe, es ist nicht so wichtig. Ich denke mal, es wird mit der Kotori Obake oder so zusammenhängen. Um die Frauen oder die Frau zu retten, ist es wichtig, dass man... Ah ja, hier. Eine Schachtel auf ein Podest mit einer Leiche, die gereinigt wurde, anbietet. Jedoch weiß man nicht so genau, was jetzt in diesem Schachtel- oder Sargding drin sein muss. Und dadurch ist es schwierig, das überhaupt auszuführen. Vielleicht ist das ja die einzige Hoffnung unserer Vorfahren, die so voller schlechtem
Ja, die schämten sich halt, also, wie nennt man das denn, wenn man sich schlecht fühlt für etwas, man hat, weiß ich gerade nicht. Ja, auf jeden Fall haben sie das zurückgelassen. Aus Schuld, glaube ich. Schuldeingeständnis. Sodass die Frau nicht komplett konsumt werden würde bei den Männern, die alles wie Dämonen zerstört haben. Ja, das klingt ja jetzt so, als wären wirklich die Frauen schlecht behandelt worden, oder? Solange wir nicht den fehlenden Teil der Leiche finden, sie reinigen und wieder herstellen in ihrem Sarg, kann die Hoffnung leider nicht ausgeführt werden. Obwohl es nur ein kleines Fragment ist. Fragment, Fragment in der Tat. Okay, hier sind alte Objekte und auch ein altes Buch. Da sind viele Gemälde drin. Suga hat keine Informationen darüber und hat deshalb das Buch geschlossen und wieder zurückgestellt. Okay, kann Suga ja machen. Ein leerer Bucket. Okay. Ach so, ja, jetzt kommt sie von selber drauf. Mit Fragment meinen Sie vielleicht das hier? So, wir haben das Fragment gereinigt. Ich speichere nochmal auf der 13 und hoffe, dass ich mich nicht vertue. Ah, da oben sind solche Steine, solche Nightstone-Steine. Hier geht's noch weiter. Hier ist ein Grab. Oh wow, da. Das Stockwerk hier ist ja voll mit Schriftstücken. Ist das ein buddhistisches Sutra? Wonach beten Sie denn hier? Wollen wir das kleine Fragment zurücklegen? Ja. Gut, dann mache ich das da rein. Danke. Damit kann ich endlich rauskommen. Also bitte, nimm mich mit. Und lass mich meine liebe Mutter treffen. Sicher, sicher, sicher. Sucht Mutter nach mir. Ich habe keine Ahnung, was das sagt, aber ist egal. Wahrscheinlich sagt das, ja, süßes Kind, bla bla. Das Kind gerade, ich kenne es. Ich habe es im Wald getroffen, als ich klein war. Ich verstehe, das Kind war so die ganze Zeit hier und wollte seine Mutter treffen. Und jetzt? Tirtika. Okay. Lass es mitnehmen. Denn es gab definitiv noch einen Steinpodest am unteren Part. Ist doch okay, oder, Suga-kun? Ja, er hat scheinbar kein Problem, aber ist traurig. Dann nehmen wir den Scheiß mal mit. Also ich denke mal, das wird das Casket-Ritual sein. Jetzt packen wir das Ding dahin. Und dann müsste sich eigentlich das Ende enden. Ende ändern. Ihr wisst schon. Achso, es geht ja automatisch. Okay, hier sollte ja gut sein, oder? Und jetzt? Du hast es dahingestellt. Wahrscheinlich wird es okay sein. So. Jetzt gehen wir hier rein und jetzt, genau, jetzt wirst du das Ende droppen. Dieses Geräusch gerade eben. Könnte es sein, dass der Nightglow Stone draußen kaputt gegangen ist? Suga-kun! Mein süßes, süßes Kind. Schnell, schnell, komm raus hier. Suga-kun, komm zurück. Suga-kun. Mutter. 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 Endlich kann ich dich treffen, Mutter. Kleiner Junge, mein kleiner Junge. Okay, sie sind auf jeden Fall happy, auch wenn das gerade sehr verstörend klingt. Kleiner Junge, kleiner Junge, mein kleiner Junge, mein süßer, süßer kleiner Junge, endlich, endlich, endlich.
Endlich habe ich dich gefunden, mein kleiner Junge. Es muss so schmerzhaft und furchtbar gewesen sein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Mutter. Meine liebe Mutter. Lass uns zurückgehen. Wir werden von jetzt an immer zusammen sein. Sie haben sich endlich getroffen, nicht wahr? Die Mutter und das Kind. Lass uns die Chance ergreifen und gehen. Sicher geht es dem Potole Obake jetzt gut. Ja, sicherlich, wie man sehen kann. Ich werde dich nicht gehen lassen. Werd dich nicht. Wir werden dich nicht gehen lassen. Mutter. Ich dachte, sie war unsere Mutter. Oh shit, die ganzen Kinder haben natürlich gar keinen Bock. Wir werden dich nicht gehen lassen, nirgendwohin. Weil diejenige, die uns getötet hat, ist Mutter, nicht wahr? Aber das ist doch alles nein. Oh, wow. Ah! Rennt weg. Mutter. Wir sind erledigt. Also rennt weg. Ihr müsst schnell von hier verschwinden. Aber... Rennt weg. Wenn nicht, dann seid ihr die Nächsten. Warum? Wo geht ihr hin? Obwohl ihr doch mit uns zusammen sein solltet. Unsere One-chan. Ich höre Stimmen, die Kinder, die rufen mich.